Heute sprechen wir darüber, warum du trotz Wissen keine sehr guten Noten schreibst. Willkommen zurück, Oberstufenschüler. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach, und heute möchte ich mit euch darüber sprechen, warum ihr trotz Wissen keine sehr guten oder selbst wenn ihr nur gute Noten schreiben wollt, warum auch das nicht passiert. Ja, und das hat, kann das, was ich jetzt gerade beleuchten möchte, kann zwei Aspekte haben. Das eine ist Wissen in Bezug auf, dass ihr die inhaltlichen Sachen von der Schule könnt, ja, aber trotzdem im Endeffekt, sag ich mal, nicht die Noten rausbekommt. Also ihr habt sozusagen ganz genau Ahnung vom Thema, ihr könnt die Sachen in Mathe eigentlich rechnen und so weiter. Ihr habt das Gefühl, ihr konntet es, aber schreibt dann die Klausur, könnt das nicht so genau einschätzen und im Endeffekt kommt dann nicht die Note raus, die ich gewünscht habe. Woran das liegt, möchte ich einmal beleuchten in diesem Video. Und auf der anderen Seite auch, warum du vielleicht, obwohl du vielleicht auch schon viele YouTube-Videos hier von mir oder anderen Personen auf diesem Kanal eben auch angeschaut hast, du dich schon ein bisschen mit Lernstrategie, Motivation, Zeitmanagement und so weiter beschäftigt hast und du es trotzdem nicht schaffst, ja, obwohl du das Gefühl hast, du weißt es schon ein bisschen Bescheid, du es trotzdem nicht schaffst, eben die Ergebnisse zu erzielen, die du dir in der Oberstufe oder dann eben später auch im Abitur so sehr wünschst. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Wissen ist nicht alles. Ja, das denken leider sehr, sehr viele, gerade in der Unterstufe und in der Mittelstufe hat das noch gereicht, wenn du einfach nur möglichst gut Bescheid weißt, du vielleicht einfach auch die Sachen aus dem Heft auswendig lernst, ja, und dann so das Gefühl hast, okay, ich habe alles drauf, dann kommt die Klausur, dann spuckst du da einfach alles wieder aus, was du quasi in deinen Kopf reingezogen hast, und dann kriegst du in der Regel auch schon sehr direkt eine sehr, sehr gute Note. Ja, aber wie viele von euch immer wieder schmerzlich feststellen müssen, ist es halt eben in der Oberstufe anders. Ja, das ist einfach anders. Natürlich, da musst du auch die Dinge wissen. Absolut, natürlich musst du Dinge wissen, weil sonst kannst du ja nichts hinschreiben, vollkommen klar. Aber sowohl in den Klausuren als eben auch schon in der Mitarbeit, ja, reicht es eben nicht, nur die Dinge einfach wieder herzukauen, dass, sage ich mal, einfach im Unterricht besprochen wurde. Es macht einen gewissen Anteil aus in jeder Klausur und auch in der Mitarbeit, aber in der Oberstufe wird einfach viel, viel mehr gefordert. Ja, das heißt, du musst Zusammenhänge erkennen, du musst Transferaufgaben lösen können, du musst weiterdenken, Dinge verknüpfen können. Ja, du musst sozusagen nicht nur die Sachen wissen, sondern musst mit diesem Wissen auch arbeiten können. Und wenn du dich immer nur darauf fokussierst, sag ich mal, das Wissen zu haben, aber damit nicht richtig zu arbeiten, dann wirst du eben auch in der Oberstufe lange, lange, lange nicht die Ergebnisse erreichen, die du eigentlich erzielen könntest, wenn du auf die richtige Art und Weise lernen würdest und vor allem eben auch lernst, wie du mit diesem ganzen Druck und dieser nervösen Situation auch in der Prüfung umgehen kannst. Ja, auch da gibt es ganz konkrete Techniken, gehen wir auch alles bei uns im Coaching ein, weil das halt eben super wichtig ist. Ja, wir haben total viele Leute, viele Teilnehmer, die zu uns kommen und noch bevor sie Teilnehmer sind, eben sagen, okay, ich lerne schon den ganzen Tag super viel, ja, ich habe auch das Gefühl, ich weiß es, aber irgendwie kriege ich halt nicht Noten. Ja, und das liegt halt in der Regel an zwei Sachen. Und eigentlich sogar an drei Sachen. Entweder du lernst halt auf die falsche Art und Weise. Ja, das heißt, du weißt es zwar so auswendig gelernt, aber du hast nicht richtig damit gearbeitet, bist nicht richtig in die Anwendung gegangen. Auch da geben wir jedem unserer Teilnehmer im Coaching eine ganz klare Lernstrategie mit, wie du es eben schaffst, wirklich einfach auch für jedes einzelne Fach die Sachen auch wirklich in die Anwendung zu kommen und es wirklich auch zu schaffen, die Dinge dann auch in der Klausur verarbeiten zu können, damit arbeiten zu können und wirklich eben auch die Dinge so hinzuschreiben, dass du eben auch die volle Punktzahl bekommst, nicht immer nur so 30% der Punkte. Der zweite Punkt, woran es liegen kann, ist einfach, dass du, sag ich mal, mental zu aufgeregt bist. Ja, du bist zu nervös, du wusstest es zwar am Vorabend, aber hast dann irgendwie in der Klausur es nicht so ganz geschafft, dich wirklich einfach so auszudrücken, wie du es wolltest, einfach weil du einen Blackout hattest, weil du dich nicht richtig konzentrieren kannst. Auch da bei uns im Coaching ganz klare Techniken dafür, wie du das Ganze lösen kannst. Oder der dritte Aspekt, an dem es liegen kann, ist, dass du einfach nicht genau die Aufgaben bearbeitet hast. Ja, das heißt, du hast vielleicht das Wissen, du bist vielleicht auch in die Anwendung reingegangen, du hast es vielleicht auch abrufen können vom Nervositätslevel her. Ja, das heißt, du konntest dich da auch, sag ich mal, relativ gut dir selbst an einen klaren Kopf bewahren. Aber du hast vielleicht einfach nicht die Aufgaben so bearbeitet, wie sie da standen, hast die Operatoren nicht genau getroffen. Auch dafür Abhilfe bei uns im Coaching, weil wir da ganz im Detail drauf eingehen, wie sind Klausuren eigentlich aufgebaut, wie sehen die Aufgaben aus und was musst du da eben auch ganz konkret in Bezug auf die Aufgabenstellungen beachten, dass du halt die Sachen, die du halt vor dir angeeignet hast, dass du die halt auch wirklich im Detail dann auch so korrekt hinschreiben kannst. Ja, das ist sozusagen der eine oder die drei Gründe, warum eben der erste Aspekt nicht funktioniert, dass wenn du eigentlich das Gefühl hast, okay, ich hatte das Wissen, aber ich kriege trotzdem nicht Noten, ja, dann liegt das in einem von diesen drei Faktoren.
Da helfen wir dir auch sehr gerne eben auch bei uns im Coaching im Detail, wie du das Ganze eben dann auch besser machen kannst. Und dann noch auf den zweiten Aspekt, auf den möchte ich auch eingehen, warum man, sag ich mal, wenn man so das Gefühl hat, okay, eigentlich weiß ich schon ein bisschen über Motivation, vielleicht auch in Bezug auf die Punkte, die ich eben genannt habe. Ich kenne mich schon ein bisschen mit Lernstrategien aus, weiß vielleicht auch, wie ich mich beruhige und solche Sachen. Habe auch schon mal was von Operatoren gehört, guck doch mal Operatorenliste an und so weiter. Warum man, obwohl man das Gefühl hat, okay, ich weiß all diese Sachen oder zumindest habe ich davon ein bisschen Ahnung, warum man trotzdem nicht auf die Noten kommt. Und das hat einfach, das kann zwei Gründe haben. Der erste Grund ist, dass es einfach nicht auf dich individualisiert ist. Ja. Was bringt es dir irgendwie, dass du irgendwie ein paar Motivationsvideos gesehen hast oder du mal einen Zeitmanagement-Tipp bekommen hast und so weiter, wenn der halt nicht auf deine Situation zugeschnitten ist, bringt dir das nicht. Ja, deswegen schneiden wir das eben bei uns im Coaching auch drauf zu. Wir haben grundlegende Systeme, grundlegende Strategien, die wir vermitteln, schneiden aber dann eben all diese Strategien eben auch im Detail auf jeden einzelnen unserer Teilnehmer zu, weil man eben nur so wirklich halt eben auch konkrete Erfolge erzielen kann. Und der zweite Aspekt, warum es vielleicht trotzdem bei dir nicht klappt, obwohl du das Gefühl hast, du weißt ja schon einiges darüber, ist einfach der Fakt, dass du es nicht umsetzt. Ja, das ist halt auch ein ganz, ganz großer Unterschied, wenn du, sag ich mal, hier auf YouTube immer nur die Videos anschaust, ja, du dir selbst ein paar Bücher durchliest, mal einen Blogartikel durchliest, mal hörst, was deine Eltern so sagen, was ein Lehrer dir mal als Tipp gibt, was bei einem anderen Mitschüler funktioniert hat, du sammelst dir halt nur so Informationen zusammen, aber du hast halt nie so einen konkreten Schritt-für-Schritt-Plan, wo du einfach sagst, okay, ich ziehe ihn jetzt genauso durch. Ja, du bist die ganze Zeit in Verwirrung, bist nicht sicher, was funktioniert. Ja, deswegen geben wir zum Beispiel im Coaching einfach ein ganz klares System mit einem ganz klaren Schritt-für-Schritt-Plan, wo ich als Teilnehmer ganz genau weiß, okay, ich fange hier bei A an, ich laufe diese Schritte, komme bei Z raus und habe im Endeffekt das Ergebnis, was ich haben möchte. Ja, und da ist eben auch der Vorteil, dass wenn du zum Beispiel in so ein Coaching wie bei uns kommst, dass du einfach eine viel höhere Wahrscheinlichkeit hast, dass du auch wirklich umsetzt. Weil erstens, du hast dich aktiv dazu entschlossen, dieses Coaching zu machen. Du hast dich aktiv dazu entschieden, daran teilzunehmen, da Zeit, wirklich auch Energie reinstecken, dass du wirklich einfach sagst, okay, ich will das wirklich machen. Ja, und dass wenn du all diese, und dass wenn du da quasi auch dieses klare Commitment hast, ja, dass du allein von selbst heraus schon mal viel mehr Motivation hast, viel mehr Ausdauer hast, viel mehr Disziplin hast, die Dinge wirklich auch umzusetzen und du vor allem natürlich auch von mir und auch bei uns im Team einfach immer wieder gepusht wirst und dir einfach auch immer wieder dafür gesorgt wird, dass du die Dinge halt umsetzt. Ja, auch die anderen Teilnehmer, unsere Coach-Teilnehmer sind wahnsinnig stark miteinander im Austausch, motivieren sich gegenseitig, erstellen sich auch mal WhatsApp-Gruppen und so weiter und pushen sich da einfach und dadurch setzt du die Dinge um. Ja, weil was bringt es dir, Wissen hier oben im Kopf zu haben, wenn du die PS eben nicht im Detail auf die Straße bekommst und auch genau darum kümmern wir uns eben bei uns auch im Coaching. Das heißt, wenn du merkst, okay, ein oder vielleicht sogar beide von diesen Sachen treffen auf dich zu, aufgrund der einen oder anderen Ursache, dann bewerb dich sehr, sehr gerne bei uns auf unser Coaching-Programm, wo wir dir dann eben auch im Detail helfen können. Das bedeutet, wenn du sagst, du hast Bock drauf, da einfach Gas zu geben, ja, dann geh einfach auf den ersten Link in der YouTube-Beschreibung auf leoeckel.de, klickst du einfach auf den Link, kannst dann eben da über unsere Website auf unser Coaching bewerben, dann werden wir eben einmal herausfinden, was für Probleme hast du gerade, was sind deine Schwierigkeiten, deine Herausforderungen, können wir dir im Detail dabei helfen, dass du eben auch dein persönliches Ziel erreichst, und wenn das gegeben ist, dann schauen wir eben, wie wir da im Detail dann auch zusammenarbeiten können, das heißt, wenn du dich da bewerben möchtest, einfach auf den ersten Link in der YouTube-Beschreibung gehen, auf leoeckel.de und dann hören wir vielleicht schon sehr bald voneinander und dann werden wir vielleicht auch bald gemeinsam, du und ich, persönlich dafür sorgen, dass du dein Traumabitur erreichst. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich, wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.